Kein kriegerischer Akt hier. Was haben wir da? Zigaretten nehme ich mir mal, wenn es recht ist. Ist eh lustig, Zigaretten verbessern meine Gesundheit. Natürlich, immer doch. Wer es glaubt. Hm, schönes Bild. Na toll, jetzt haben sie mich gesehen. Oder bin ich das? Stirb! Leidenschaftlich fort. Ah, du Penner! Stirb, du Penner! Toll, jetzt bräuchte ich aber Hilfe, medizinische. Irgendwie verstehen die alle da ein bisschen was falsch. Ein bisschen Munition bräuchte ich auch wieder, das wäre nicht schlecht. Achso, ein Kinoskop. Da schauen wir natürlich gleich mal ordentlich rein. Wir müssen uns stets vorsehen. Gegen die Geisel der Vox. Seid wachsam für Columbia. Ende. Da gehe ich noch nicht hin. Ich durchsuche mal ein bisschen die Leichen. Vielleicht kriege ich da noch... Und die sind alle schon weg. Na toll. Wie gesagt, Munition ist nicht schlecht. Passt. Was kriegen wir da? Da kriegen wir noch Geld. Schauen wir noch. Was, wo geht's denn da hin? Ah, da ist noch eine Kiste. Hey, da ist so ein Elektropferd. Hotel. Die Sache gefällt mir ja gar nicht. Das ist ein bisschen unruhig hier. Alles für die Gesundheit. Schauen wir mal, was kriegen wir da? Nix. Heißt da irgendwas? Nein. Oh ja, mal nachladen. Stimmt, wäre nicht schlecht. Ist da noch was? Achso. Comstock kam bei Tagesanbruch an meinem Wagen vorbei. Er war ganz gebannt vom Anblick meiner Skalptrophäen. Er fragte, von wem die Weißen seien. Ich sagte, nun Sir, wenn ihr wild im Urwald haust und es mit den Wilden treibt, warum Haare spalten? Kein Lächeln. Entweder er hat noch nie erlebt, dass einer es wie die Indianer macht, oder er hat es zu oft erlebt. Jedenfalls, jetzt soll ich Daisy Fitzroy für ihn jagen. Hoffentlich erwartet er nicht, dass ich sie immer ausgestopft an die Wand hänge. Sehr lustig. Ja.
Nostra Defender. Was steht da? Comstock bekämpft die Schlange der Nation. Toll. Bruderschaft der Raben. Ich glaube, das gefällt mir nicht ganz. Ich esse mal damit euch mit. Salze sind immer gut. Da hinten sitzt jemand. Das sind Leute. Wieso ist das hier so komisch? Aua! Ich wollte euch gar nichts machen. Was wollt ihr alle von mir? Ich dachte, ihr finde ich Freunde vielleicht. Ah, da ist eine Bar. Dann nehme ich mir gleich einen Drink. Ein Audiolog. Den hören wir uns an. Und als der Engel Columbia den Gründern die Werkzeuge gab, das neue Eden zu erbauen, taten sie es ohne zu zögern. 85 Jahre lang bereiteten sie dem Herrn den Weg. Als aber der große Abtrünnige kam, brach der Krieg mit sich. Und die Felder Edens wurden getränkt mit dem Blut der Brüder und Schwestern. Die einzige Befreiung, die er zu bieten hatte, war der Tod. Jetzt merke ich das erst, wenn ich rauche, kriege ich Salze plus, aber minus Gesundheit. Wenn ich Alkohol trinke, plus Gesundheit, minus Salze. Das ist lustig gemacht. Und ihr habt eh gemerkt, ich war ja gerade betrunken kurz. Passt, Munition, jetzt wieder mehr Salze, dafür ein bisschen weniger Gesundheit. Ich finde die Pistole so geil und wir gehen nochmal, wahrscheinlich müssen wir da eh rauf. Für Gott und Vaterland. Und so führte uns der Prophet nach Peking. Und wir zeigten dem Sodom unter uns unsere wahre, von den Gründern erhaltene Mission. Und als die Mandarine und die Heuchler aus Washington ihn verrieten, da wankte unser Prophet nicht. Er winselte nicht um Vergebung. Wie unsere Väter mit dem großen Abtrünnigen brachen, so trennte unser Prophet sich von den sogenannten Patrioten. Und heute feiern wir diese Sezession. Ach so. Das ist natürlich sehr interessant. Trotzdem werde ich euch wahrscheinlich alle abknallen. Ich meinte liebhaben und wertschätzen. Sprich nur weiter, ich hab dich nicht unterbrechen wollen. Hm, kriegen wir gleich Salze und Medic. Trifft sich gut. Hier schaut mir aus wieder. Oh. Ist er zum Kuckucksclan oder was? Aua, Penner! Hörst du auf! Hört sie auf! Hört
Versteck ich mich oder versteckt ihr euch? Stirb! Zack, das war's, glaube ich, mit dir, junger Mann. Wie die alle immer gleich alle ragen, das gibt's ja nicht! Ruhe im Pferdestuhl! Ich wollte euch nichts tun! Und ihr ragt gleich alle aus wie die Verrückten! Aber es wäre ein Kuckucksklan, der muss auch eh ausgerottet werden, weil hallo, das geht ja nun gar nicht. Da geht's wahrscheinlich weiter, aber hier kriegen wir, glaube ich, noch was. Was ist das? Hm, das sieht gut aus. Aber wir schauen uns hier nochmal kurz um. Heben Munition auf. Optionale Aufgabe stellen eine Möglichkeit dar, wertvolle Ressourcen zu finden. Suche bereits erkundete Orte erneut auf, um ein Schloss für diesen Schlüssel zu finden. Optional, findet das Schloss zum Schlüssel. Okay. Was nehmen wir denn? Ich würde mal sagen, Schild. Gut. Da haben wir ein bisschen mehr Schild. Da geht's weiter. Gibt's noch eine optionale Munition? Ach so, da kommen wir ja rein. Das habe ich die ganze Zeit gesucht. Gehe nach Monument ein und finde das Mädchen. Finde das einen Schlüssel. Ach so, okay. Na, kleiden können wir uns noch nicht. Was haben wir denn da? Da können wir auch noch nichts machen. Keine Upgrades, gar nichts. Aber das sieht man schon mal. Wow! Ganz schön viele Waffen. Revolver kann ich auch noch nicht upgraden. Schocki Schock auch noch nicht, oder? Also ich denke, das machen, das abzugraden, nein, geht nicht. Aber da haben wir die ganzen Audiologs, die wir gefunden haben, schon. Dann weiter geht's. Heute Nachmittag startete der niederträchtige Schurke, den viele für ein Mitglied der Vox Populi halten, seinen schrecklichen Amoklauf. Alles ging sehr schnell. Hasserfüllt und zum Äußersten bereit, verletzte der Anarchist mehrere kolumbische Peacemaker, bevor er sich bis auf die Zähne bewaffnete und in eine Menge vollkommen unbescholtener Jahrmarktbesucher feuerte. Bisher hat er erwiesenermaßen mindestens 8 gottesfürchtige kolumbische Bürger vor den Thron ihres Schöpfers gebracht. Er gilt als extrem gefährlich und bösartig und wir ersuchen sie dringend, sich nicht der Gefahr auszusetzen, ihn ohne polizeiliche Hilfe stellen zu wollen. Und nun wieder Musik. Was ist das für ein Blödsinn? Was heißt hier, ich bin der Böse? Die haben mich angegriffen. Ich wusste hier von nichts. Stimmt's, Buke? Wir sind hier die Unschuldigen. Na, warte, wenn ich dich erwische, ich zerleg dich in Einzelteile. Macht's.